E500 mit einem 4,7 Liter V8 Biturbo Motor. Ich habe hier die Blenden geändert. Das sind die vom 43er, beziehungsweise das Modell gibt es nicht als 43er. Manche immer fragen sich vielleicht, wieso das nicht das neue Modell ist. Den neuen gibt es leider nicht mit V8. Und wer weiß, was ein V8 ist, wird auch niemals was dagegen sagen. Hier haben wir einen wunderschönen Tankdeckel, formschön in das Auto eingelassen. Ein Traum, wunderschöne Kotflügel, die in den Rückscheinwerfer hineingehen. Dann habe ich die 19 Zöller Sternfelgen. Das sind jetzt die Winterfelgen, deshalb sind die silber. Auch schön ist, dass hier Chrom ist. Das ganze Auto herum ist auch eine riesen Chromleiste. Hier hinten sind Lautsprecher vom Harman Kardon. Schwarzes Verdeck. Ist ein bisschen matschig im Rumrutschen. Da habe ich mir den Panamerica Grill reingemacht. So, steigen wir mal in den Hobel ein. So. Da haben wir hier wunderschönes tiefseeblaues Leder mit beige Esche Holz Zierleisten. Diese schöne versiffte Matte, das ist leider nicht. Man kann es kaum erlesen, aber das ist alles original so bestellt. Bei Mercedes AMG-Matten. Das Auto ist mit AMG-Paket ausgestattet. Original natürlich alles ganz normal. Dann haben wir hier einen Feuerlöscher. Sitze mit starken Wangen. Beige Gurte. Das Lenkrad. Die analoge Uhr. Natürlich Vollausstattung, was anderes würde ich gar nicht erst fahren. Hier mit Sitzkühlung, Sitzheizung, AirScarf, Gurtbring, Eco. Eco ist keine Sonderausstattung. Ja, läuft doch. So.